Hallo und herzlich willkommen zurück bei Styx. Wir müssen Grabjack finden. Letztes Mal waren wir sehr gekonnt am Ende. Meisterhaft. Unterwegs. Recht. Genau, meisterhaft. Sind die eigentlich, laufen die ja nicht immer noch gegeneinander? Nee, ne? Die hatten jetzt irgendwie einen Alarm und dann sind die auseinandergegangen, die zwei. Ja. Bis das der Alarm sie trennte. Genau. Oh, bist du noch auf der anderen Seite? Du kannst den Ritter wegmachen. Wenn du es richtig timest. Okay, jetzt. Drei, zwei. Jetzt. Pow! Nice. Wieso röchelt der eigentlich? Löst sich dann Luft aus? Ach so, ja, das könnte sein. Aber irgendwie sind die trotzdem alle aufmerksam geworden, ne? Ja, klar, ich meine, das ist ja trotzdem Krach, aber sie finden keine Leiche. So, hier unten ist noch ein Artefakt. Nummer 4. Haben wir unser Highscore geknackt? Oh, ich möchte die unbedingt. Ich hab's endlich mal geschafft von oben. Ja, und du wirst auch krass sterben. Hä? Wie bist du denn hier vorbeigerannt jetzt noch? Nein. Einmal mit Profis arbeiten. Einmal. Ja. Spaß! Aber du hast noch eine Mission freigeschaltet, ne? Finde den Gefangenen von Grabjack. Ja, also ich glaube eher, geh mal ein bisschen weiter weg, sonst kotzt du mich direkt über die Reling. Wäre auch nicht so schlimm. Den Gefangenen von Flapjack, weil ich da runtergesprungen und gefallen bin. Couldn't find anything. Ja. Aber warte mal ganz kurz. Komm jetzt mal her, komm doch mal hierher. Ja, und öffne nicht diese Tür. Irgendjemand. Du müsst. Wer ist denn das? Müssen, ich weiß nicht. Das hört sich so. Hä? Der schreit an der Etage ganz tief irgendwie. Okay. Also, was soll ich jetzt machen? Wir haben hier unten die Tür. Wir wollten noch unbedingt gucken, was passiert, wenn man durch die Tür guckt. Ja, gut, mach ich mal. Also, ich guck mal hier durch die Tür. Okay, ich guck mal hier, dass hier alles gerade sicher ist. Oh, ich kann nur öffnen machen. Okay, das haben sie bedacht. Oh, schade, wäre doch anders viel lustiger. Hier können wir nochmal fertigen. Könnte auch nochmal ein bisschen was gebrauchen hier. Ah, ich kann wieder nichts fertigen, ey. Ich habe keine. Ja, Ressourcen sind irgendwie knapp, ne? Man findet zwar andauernd jetzt diese komischen Eier. Hier drüben sind ein paar Eier, wo ich gerade das sage. Ja, hier ist auch einer. Oh, das ist ein Ritter. Der ist ja vom Anfang an da. Alter, da kann ich ja nichts machen. Da kann ich nichts machen, da sind mir die Hände gebunden. Ja, aber guck mal hier rüber, hier sind noch ein paar Sachen, die du mitnehmen könntest vielleicht. Worüber? Auf der anderen Seite. Warte. Genau da. Hier sind. Diese Eier, von denen habe ich alles. Achso, also ja. Genau, das ist das, was ich andauernd finde. Ja, genau. Also alles mir andere. Fehlen. Genau, alles andere fehlt irgendwie. Und diese runden Dinger, die habe ich auch zuhauf. Mhm. Runden Dinger? Ja, das sind so. Achso, instabile leuchtende. Sporen. Ja. Ja, stimmt. Ich habe Insekteneier und instabile Sporen, habe ich tonnenweise. Ey, vier! Vier! Wir haben vier! So, wir können aufhören zu spielen, wir haben das Spiel durchgespielt. Alter, geht's uns gut. Ich nehme einen Heiltrank irgendwie. So, sollen wir jetzt endlich mal zu Grabjack oder was? Ja, dann komm doch mit. Du gehst wieder weg. Wieso? Ich gehe doch zu Grabjack. Ja, hier ist ein Heiltrank. Hier ist ein Heiltrank. Wieso können wir eigentlich die Quarzwaffe nicht aufnehmen? Das finde ich voll doof. Ja, viel lustiger. Und dann? Hier habe ich auch wieder so einen NPC, der feststeckt bei dir. Wenn du dich jetzt da durch die Tür guckst, wirst du einen Ritter sehen, der sich die ganze Zeit nicht bewegen kann. Okay. So, hier sind haufenweise Leute. Und einer mit einem Trank. Oh, Mann. Ich hab hier einen Ritter. Hä? Bist du woanders? Ich gedacht, du bist auch da. Ja. Einer zwischen Etagen. Jetzt komm ich nochmal zu dir. Ich kann aber auch einen tiefer gehen. Müssen wir denn tiefer oder ist das hier die richtige Etage? Oh, halt dich fest. Fünf! Yeah. Nee. Doch.
Leck mich. Ah, da bist du lang gegangen. So, wir müssen noch einen runter, ne? Um Flapjack zu finden. Oh. Bist du da schon? Nee. Hä? Einer ist im Alarmbereitschaft. Auf der anderen Seite. Hä? Ich habe keine Alarmbereitschaft. Ich bin immer noch an derselben Stelle. Ich warte immer noch darauf, dass ich irgendwie dem Typen hier mit dem Trank, dass ich den klauen kann. Verdammt. Hast du ihn umgebracht oder was hast du gemacht? Ja. Hä? Ich komm diese eine Etage nicht tiefer. Ich bin jetzt hier direkt, aber ich komme da nicht rein. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, ob ich da rüber springen kann, ob ich das schaffe. Sieht irgendwie nicht so aus. Aber eventuell kann man... Huch! Cockroach! Again! Who goes there? Show yourself! Nun! Boah, das war knapp. Das war sehr knapp. Haben dich nicht entdeckt? Doch, die haben mich entdeckt. Aber ich bin entkommen. Also. Ich bin durch so ein Fenster reingegangen und in dem Moment haben genau 4 Leute auf mich geguckt. Und hier ist der Heiltrank. Ich will den Heiltrank haben. Ja toll, wir sind jetzt hier überall oben die ganzen Wachen. Guck mal, hier kann man auch rein. Interessant. So, ich bin jetzt in dem Flapjack-Typen, in dem Flapjack-Bereich drin. Okay. Ich habe keine Pfeile mehr, ich habe nichts mehr, was das anbelangt. Oh, jetzt kommen hier 3 Leute. 1, 2. Einer steht, der andere geht. Okay. Ich werde versuchen, die nacheinander hier auszuschalten. Hast du mal wieder alles ausgelöst? Ja, dieser weiß. Hast schon. 2 laufen hier ganz aufgeregt rum. Einer nur noch. Passt schon. Ich hoffe mal. Bitte? Ja, die laufen immer noch aufgeregt rum, aber die laufen jetzt alle irgendwo anders hin, das ist eigentlich ganz gut. Das war mein Ziel. Where did he go? Weiß aber nicht. Gott. Couldn't find anything. He must have left. Let's try to find anything. He must have left. Gotta get it out. I couldn't find anything. Alle immer das gleiche sagen, ey, und ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ja. Ich bin hier irgendwie in so einem Versteck drin und kann mich nicht so richtig bewegen, weil ich nicht keine Ahnung habe, wo die alle sind. Hier kommen jetzt welche rein. Einer kommt rein. Klingt so, als würden da mehrere reinkommen. Zwei. We've got you now, Goblin. Hä? Haben nicht gesehen. Mich? Ja. Da war doch gar keiner. Vielleicht dein... Ah doch, Tatsache. Ah, jetzt sind aber alle oben. Naja, hier 2 sind hier noch unten. Haha. So, ich habe einen weg. This crazy mofo might not get the idea. Ich hab einen weg. Save you. But, hey, shit, it's open. Just wait a bit, my puss. I'll play you a tune you won't understand. Grab Jack. Do you hear me? My gold. You can have all my hidden gold. Free me, and it's yours. I can't stand being locked up any longer. I've got to get out. I beg you. My puss. Hast du jetzt schon? Wir sind so voll leise. Ich die haben gerade irgendwelche Sachen gesagt und ich habe überhaupt nichts verstanden, was gerade passiert ist. Hast du irgendwas ausgelöst? Ja, ich habe einen Typen getötet. Mehr nicht.
Ich habe die Typen hier drinnen getötet und oben ist irgendwie voll das Drama abgegangen, habe ich das Gefühl, im Stockwerk über uns. Und ich hörte halt einfach die ganze Zeit. Ach, genau, da bist du ja. Oh, da kommt einer. Aha. Nein! Hallo. Geh weg, geh weg! Oh. Du kannst sie doch nicht töten, wenn sie rot sind. Ah, das ist ja irgendwie doof. Auch wenn man hinter denen ist, finde ich. Dann müsste man die trotzdem irgendwie. Ja. Ich hab kein Goldharz mehr. Ich hab noch Goldharz. Aber ich kann keinen Klon mehr erzeugen, das ist das Schlimme. Das heißt, wenn wir jetzt sterben, sind wir wieder komplett tot. Ja? Also, ich bin sehr safe, also mich kriegen sie jetzt gerade nicht. Ah, scheiß Ritter, ey. Töte Grabjack. Unter mir ist scheinbar Grabjack. Ja, dann töte ihn. Ja, aber er ist tot. Er ist tot. What? Er ist durch die Glocke gestorben. Er ist einer der Teufel. Ach, dann ist das passiert. Er hat die Glocke oben ausgelöst und ist dann gestorben. Und das hat es dann halt einfach dazu gebracht, dass diese ganze Quest dann auf einmal so durchging. Ja, aber es heißt halt immer noch töte Grabjack. Jetzt hat er dich entdeckt. Nein, 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 der hat wieder irgendwas anderes entdeckt. Nicht mich. Irgendwas ist hier ganz merkwürdig. Die finden immer Sachen, die überhaupt gar nicht existieren, habe ich das Gefühl. Wo bist du denn gerade? Ich bin immer noch safe. Ich bin immer noch in so einem Versteck drin und bewege mich hier so zwischen zwei Bereichen hin und her. Ah, da bist du, okay. I can't find him anywhere. So, warte mal, ich könnte. Na, vielleicht die eine, die läuft hier so hektisch rum. Wenn du nach draußen kommst, kann ich dir zeigen, dass ich hier Grabjack habe. Ja, ich bin jetzt doch gerade so ein bisschen. Spiele ich auf safe hier gerade. Also, du bist jetzt safe gerade, ne? Genau. Gut. Da hinten ist der Ritter, okay. Ich kann es doch gerne kurz einmal gleich nochmal safe machen, den ich den Ritter töte. Nein, nein, alles gut. Ich habe den Typen jetzt hier umgebracht. Ich kann mich jetzt hier wieder etwas freier bewegen. Und da kommen da genau zwei Bogenschützen um die Ecke. Ich glaube auch, dass die immer deswegen hier so nervös werden, weil die halt einfach die leicht finden. Das ist wahrscheinlich auch so eine Sache. Ja, das kann natürlich auch sein. Ich versuche trotzdem gleich mal den Ritter gleich zu töten. Alter Schwede. Also ich bin jetzt direkt bei dir. Ich kann jetzt auch einfach. Ich komme jetzt zu dir. Hä? Wo läuft denn da oben der Typ? Da. Ja, das haben wir ja ganz elegant hingekriegt, hör mal. Töte Grabjack. Ja, genau, da liegt er. Guten Tag. So, und jetzt pass auf, jetzt werfe ich den einfach hier runter. Mal gucken, was dann passiert. Ja. Das hat er gut gemacht. Oh, dreh dich um, Goblin. So. Miau. Game over, man. We're in some real pretty shit now. Listen, I may be digitized. Ey, wir haben es richtig gut gemacht. Was ist Zucker? Was? Also, ich hab's nicht verstanden. Wie hätten wir den töten sollen? Der war doch tot. Ich glaube, wir hätten den wahrscheinlich irgendwo hinbringen müssen oder so. Mit Flapjack hätten wir die Leiche irgendwo hinbringen müssen, aber das war halt nicht ersichtlich aus dem, was die uns da als Informationen gegeben haben. Oh so. Mann. Best. Beste Mission überhaupt gerade. Ja. Also, letzter Spielstand, ne? Weißt du, das ist eigentlich ziemlich so wie damals. Wir haben hier angefangen und dann immer wieder, warum sind wir gestorben? Warum ist das passiert? Das war unser Level. What the fuck? Töte Flapjack, töte Flapjack. Er ist schon tot. Töte ihn trotzdem. Na gut, dann werfen wir ihn runter. Ha! Mission gescheitert. Trottel. Du hättest sie nicht töten. Du hättest sie nicht so töten dürfen. Oh Mann. Huch. Ach, guck mal an. Wir sind hier. Wir sind hier immer genau an der gleichen Stelle, wo ich die ganze Zeit hier gestanden habe.
Irgendwie haben die das Save-System verbessert, glaube ich. Das habe ich ja vorhin noch gemeint, dass sie jetzt hier Multiplayer-Save-Games hätten. Nice. Oh, da ist ein Ritter, ne? Ja, ich sehe es. Warte, den Ritter hole ich gleich mal. Nee, lass ihn einfach, wir brauchen ja den. Nein, der stirbt jetzt. Der stirbt jetzt! Gotta get it out. Finde den Gefangenen von Grabjack, steht hier jetzt auch. Vielleicht stimmt, müssen wir den Grabjack zu dem Gefangenen von Grabjack bringen, kann das sein? Töte Grabjack und bring einen Beweis für seinen Tod. Wo steht das jetzt? Im Missionsziel, was ich auf Select bei mir stehen habe. Okay. Boah, hier sind jetzt wieder so viele unterwegs. Hast du einen Säurepfeil? Nee. Okay, so geht's auch. Ich mach den anderen. Oh, sind zwei. Ja. Ich bin aber auch da. Kein Ding. Nice. Der cockroacht uns hier jetzt schon wieder. So, sollen wir den jetzt da hintragen oder was? Dann musst du den Ritter doch mal wegmachen, glaube ich. Hab ich schon, der ist schon. Ich habe einfach genau vor seiner. Hä, was? Alter, was ist das? Noch einen Ritter gesehen, oder nicht? Ah, das ist da noch ein Ritter. Quarzritter, also ein anderer Ritter, ja. Ja, ich hab. Mir fehlt ein Eisenerz. Das liegt doch da rum. Wo? Warte. Eisenerz, das war. Der sieht jetzt die Leichen gerade, der sieht die Leichen. Naja. So, ich gehe zu Flapjack. Grabjack. Weiß nicht, Flapjack. Flapjack. Flap. Ich brauche nur ein Erz, dann könnte ich ihn ausrotten. Warte mal. Alter, was ist der so aggro? Der tötet Grabjack, der. Ach, den hattest du schon reingetragen, oder was? Ich war jetzt gerade verwirrt. So. Kann ich da jetzt runtergehen? Ist der Ritter irgendwie immer noch da? Der Typ rennt immer noch hier rum. Wo ist denn der? Der kommt gerade auf der anderen Seite durch. Ich seh's. Ja, ich bin safe. Ja, okay, jetzt können wir. Wohin müssen wir? Ja, zu dem Gefangenen von Grabjack. Der ist hier unten drunter irgendwie, 3 Meter unter uns. Weiß aber nicht, wie wir da hinkommen. Ah, hier. Ich normal hinspringen und laufen, das können wir natürlich schon, aber nicht, wenn ich noch einen Gefangenen, also wenn ich den trage. Nee, deswegen, ja. Aber deswegen bin ich ja zurückgegangen. Hier ist er. Komm. Ah, okay. Und dann kannst du hier runtergehen. I see. Was sag ich, wenn ich mich jetzt, während ich den trage, unsichtbar mache? You just wait till I get out of here. I'll make garlands with your guts. Enough to redecorate this rat hole! Come here, my puss! Interesting. All I have to do is to release this lunatic so that he rids me of that scum Grabjack. And I won't even have to lift a finger. I've been around, but sometimes even I am surprised by my genius. Well, I just gotta find the key. It's probably in the owner's bedroom upstairs. Alter, das ist halt alles total kaputt, ne? Das ist dir schon klar. Wir sollen den jetzt freilassen, damit der nach oben läuft, um diesen Typen umzubringen. Das ist aber schon längst passiert. Die Tür ist doch offen. Hast du vielleicht den Key schon gefunden und die Tür schon geöffnet irgendwann mal? Nein, ich war ja noch nicht unten. Irgendwas ist hier ganz, ganz übel falsch in der Mission, glaube ich. So. Hey, aber wir haben 6 Artefakte. Ja, das schon, aber nicht, weil der Typ sieht uns. Ich hör mal ganz kurz. Ja, der Typ ist aber auch freundlich gesinnt. Nee, wir müssen erstmal den Schlüssel zur Zelle finden, bevor wir den nicht gefunden haben und dann die Zelle unten aufgemacht haben, wird hier wahrscheinlich für den überhaupt ein ganz anderes KI-Skript abgespielt. Verstehst du? Der ist jetzt eigentlich in der Zelle und den können wir überhaupt gar nicht, der kann mit uns überhaupt gar nicht interagieren eigentlich. Aber aus irgendeinem Grund ist die Zelle halt schon offen. Wo ist denn der andere? Wo ist denn der Schlüssel? Eine Etage über uns, da wo der Typ die ganze Zeit lang läuft.
hier. Also ich habe jetzt mal wieder einen Safe Clone tatsächlich erschaffen. Okay. Na, dann gehe ich jetzt mal ganz kurz zu dem Schlüssel. Wieso ist der Ritter jetzt unten? Hä? So. Ich versuche den Ritter jetzt gleich mal zu töten. Let's try to stay sharp. Aber wo ist denn der Schlüssel? Der Schlüssel ist doch hier. Ach, der muss in dem Nebenzimmer sein. Das klappt ja alles wunderbar. Ja. So, ich hab den Schlüssel. Perfect. All that's left for me is. Befreie den Gefangenen. Der schon längst frei ist, glaube ich. So, wo ist der Ritter? Oh, der ist hier, direkt bei mir! Hä? Der ist doch hier unten gewesen. Nee, der ist nach oben gelaufen, aber jetzt bin ich. Alter. Ja. Das wird jetzt lustig, das wird jetzt sehr lustig, wenn der Gefangene, wenn wir den Gefangenen aus seiner offenen Zelle befreien und der dann den toten Flapjack tötet. Ja, passiert nur nichts. Ja, natürlich kann er die Tür nicht öffnen. Ja, ja, eben. Nice. Ich glaube, die Mission ist kaputt. Broken by design. Aus irgendeinem Grund ist die Tür hier aufgegangen, wahrscheinlich weil irgendein Alarm ausgelöst wurde von uns. Ach, und der Typ war selber, ist selber alarmiert worden oder so etwas? Ja, irgendwie sowas in der Richtung, würde ich jetzt mal vermuten. Oh Mann. Ja, und nun? Was machen wir jetzt? Ja, neu starten würde ich mal sagen, ne? Lol. Oder kannst du denn laden? Können wir gleich mal gucken. Wir machen jetzt erstmal Ende dieser Folge, dieser verbuggten. Nicht unsere Schuld. Nicht unsere Schuld, ausnahmsweise mal. Und wir werden mal gucken, wie wir das in der nächsten Folge dann besser hinkriegen. Ohne Bugs. Bis dahin, tschüss. Tschüss.